Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Belakovic. Wahnsinn, Sie haben das Geld ausgegeben, obwohl keines da ist. Also weiß ich jetzt nicht, liebe SPÖ, ich käme bei euch tatsächlich jetzt nicht mehr aus heute. Also da ist die Welt tatsächlich auf den Kopf gestellt. Aber jetzt zu Ihnen, Herr Finanzminister, weil wir unterhalten uns ja über das Budget und das Budget ist sozusagen die Politik in Zahlen gegossen und die haben Sie uns jetzt vorgelegt und da kann man, da muss man auch Kritik üben, weil das, was Sie als Bundesregierung hier gemacht haben, das zeigt schon auch davon, dass Sie in Wahrheit eine Schwerpunktsetzung gemacht haben, die in die völlig falsche Richtung gehen. Sie wissen es ja ganz genau, wir leben in einer Wirtschaftskrise, wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen das Leben tatsächlich nicht leisten können. Das ist ja vollkommen richtig. Und wir schlittern auch in eine Zeit hinein, die leider zu einer Massenarbeitslosigkeit führen wird. Das ist natürlich die Politik, die Sie betreiben, gemeinsam mit Ihren Partnern in Europa, indem Sie den ganzen Kontinent ins Elend stürzen werden, mit dieser Politik, die Sie hier betreiben, mit dieser Sanktionspolitik, mit dieser unsäglichen, die dem europäischen Kontinent, der europäischen Wirtschaft schadet. Das ist die Wahrheit, die dazu führen wird, dass der gesamte Kontinent entindustrialisiert werden wird. Und das ist das Problem, in das wir hineinschlittern, sehenden Auges, und da passiert nichts. Da macht auch die österreichische Bundesregierung nichts, anstatt dass sie sich in Brüssel auf die Hinterfüße stellen. Um das Beste herauszuholen, sind sie dort überall dabei. Und das ist das, was wir kritisieren. Denn da bräuchte es andere Ansätze. Denn diese Teuerung kommt ja nicht von ungefähr her. Herr Bundesminister, das wissen Sie ja auch, und die Energiepreise sind ja nicht gottgegeben so hoch, sondern das hat ja alles Ursache und Wirkung. Und anstatt dass Sie versuchen, hier in Brüssel zu sagen, diese Sanktionen in der Art helfen uns nicht, und es ist ganz klar, Sie sprechen von einem Despoten, ja, Sie haben recht, und Sie sprechen von einem Angriffskrieg, ja, Sie haben recht, aber gerade weil er ein Despot ist, wird er auf jede Reaktion, die Sie setzen, mit einer Gegenreaktion antworten. Der wird sich nicht hinsetzen und sagen, oh, der Westen ist zu mir gemein, aber macht nichts. Das war doch, das muss man sich doch einmal vorstellen, das ist doch logisch gewesen. Das heißt, man muss schon vorher überlegen, mit welchen Methoden kann Russland antworten und wo sind wir verletzbar. Und das ist nun einmal die Abhängigkeit. Und da können Sie jetzt 100-mal davon träumen, von den Grünen, dass auf jedem Berg in Österreich 5 Windräder stehen. Das wird aber nicht die Problematik ersetzen. Wir sind trotzdem abhängig und diese Abhängigkeit wird noch einige Zeit bleiben. Und da hätte ich mir einfach erwartet, dass die Bundesregierung endlich hier auch einmal anfängt, nachzudenken, wie man das Problem tatsächlich auch an der Wurzel packen kann. Und dann schaut man sich an, was haben Sie gemacht? Wir haben es gestern lang und breit diskutiert, die Pensionen beispielsweise. Sie stellen sich her, klopfen sich auf die Schultern, wie großartig das gelungen ist. In Wahrheit haben Sie hier eine Generation, die nach dem Krieg hier geblieben ist, die dieses Land aufgebaut hat, die versuchen Sie jetzt zu enteignen, denen nehmen Sie immer mehr weg, die können sich immer weniger leisten. Auf der anderen Seite haben wir die Massenzuwanderung. Da gilt immer noch der Grundsatz, koste es, was es wolle. Das heißt, es ist eine Umverteilung, die wir hier erleben und die wir hier sehen, schon in den letzten Jahren, wo Sie in Wahrheit die Umverteilung von arm zu reich gemacht haben. Jetzt haben Sie die Umverteilung von den Inländern zu den Ausländern. Bei den eigenen Leuten, bei den Pensionisten, da wird geknausert, da wird gespart. Bei den Zuwanderern ist es egal. Da machen wir sogar noch lockerere Gesetze für die Ausländerbeschäftigung. All das ist diese Politik, die Sie betreiben, die insgesamt das Land nicht vorwärts bringen wird, sondern die insgesamt diese wirtschaftliche Problematik in unserem Land verstärken wird, weil sie zu Lohndumping führen wird, weil sie die Arbeitslosigkeit, die ohnehin vor der Tür steht, noch verstärken wird und weil sie die Leute weiterhin in die Armut drängen wird. Ja, wir haben zu wenig Fachkräfte. Wir wissen, Ihre Fachkräfte, die Sie da reingeholt haben,
Die Industrie sucht nicht diese Fachkräfte, die sucht Billigarbeitskräfte. Und dafür machen sie auf und die ÖVP ist da dabei, weil sie natürlich ihre ganzen Günstlinge hier damit fördert. Das ist die falsche Politik, Herr Bundesminister. Und da hätte ich mir Lösungen gewünscht. Da ist aber leider überhaupt nichts gekommen. Sie sind nicht bereit, die Probleme im Budget, am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft an der Wurzel zu packen, sondern sie doktern herum. Das Budget setzt die falschen Schwerpunkte und die Regierung wird die Verantwortung übernehmen müssen für die Massenarbeitslosigkeit infolge der Sanktionspolitik.